Ja, hallo Sandro. Heute sehen wir uns wieder im Interview. Ich danke dir, dass du da bist. Ich habe verfolgt, was du machst. Ich habe dich auch unterstützt. Trotzdem, was machst du gerade? Wobei bist du? Oh, ich bin gerade nonstop in jeder Sekunde, in der ich nicht arbeite. Das ist Extra ja mal dazu was. gesagt. Weil es gibt ja Leute im Internet, die fragen mich, und manche Leute fragen mich penetrant immer wieder, arbeiten Sie überhaupt noch etwas? Oder überhaupt, arbeiten Sie überhaupt etwas? Ja, ich arbeite Vollzeit und mache den ganzen Rest, in Anführungsstrichen, in meiner Freizeit. Davon habe ich ja gerade gezwungenermaßen viel, weil die Kinder ja nicht da sind. Also kann ich in der Freizeit auch umso mehr für Freifam und für die Operation Wechselmodell machen. Und ja, was mache ich konkret? Also letztes Wochenende habe ich ja an der Verfassungsbeschwerde geschrieben, an den 50 Seiten. Und jetzt schreibe ich auch gerade an etwas, das möchte ich aber nicht verraten. Ich denke, das ist etwas, was noch niemand in Deutschland gemacht hat, soweit ich weiß. Und das dürfte sehr interessant werden. Also wenn es soweit ist, dann kriegt sowieso jeder mit, weil wie immer wird ja alles öffentlich gemacht. Es dürfte für Deutschland eine sehr außergewöhnliche Vorgehensweise sein. Ja. Wir hatten uns ja auch heute darüber unterhalten, dass mir das auch aufgefallen. Irgendwie geht es immer weiter, ja. Also ich habe es ja von mir berichtet heute in unserem Telefonat, dass ich merke, manchmal oder oft habe ich das Gefühl, okay, jetzt ist irgendwie eigentlich alles gesagt, jetzt ist irgendwie so wie zu Ende oder angekommen oder vorbei oder ich weiß auch nicht. Oder perfekt auch. Also jetzt nicht unbedingt die Situation betreffend, aber irgendwie. Aber dann stellte sich raus, irgendwie scheint sich alles auch immer schneller zu verändern und immer weiterzugehen. Ja, also ich habe mit dem Vater gesprochen, der das BGH-Wechselmodellurteil erwirkt hat. Und der hat mir das bestätigt. Also der hat gemeint, er hat den Eindruck, dass das seit dem Januar 2017, als dieses Urteil gefällt wurde vom Bundesgerichtshof, dass es sich immer mehr beschleunigt. Und S ist? Bitte? Und S beschleunigt sich. Was ist S? Ja, die Veränderung der Gesellschaft hin zu einer gleichberechtigten Elternschaft. Meine Anwältin hatte ja vor einiger Zeit gesagt, dass es aus ihrer Sicht scheint es zu stagnieren. Aber den Eindruck hat er jetzt nicht und du auch nicht. Ja gut, der Eindruck könnte auch trügen, ja, weil vielleicht macht ja die Operation Wechselmodell solche Wellen, dass es aussieht, als würde sich da was tun, ja. Ob sie wirklich was tut, ja, wenn das Bundesverfassungsgericht meine Beschwerde zulässt, dann wird es interessant, ja. Und wenn da eine positive Rückmeldung kommt, also wenn der Beschluss vom Amtsgericht Ulm aufgehoben werden muss, dann wäre das schon ein wichtiges Zeichen. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass meine Beschwerde überhaupt angenommen wird, liegt ja, soweit ich weiß, bei Anträgen, die mit Anwalt eingereicht wurden, bei 2%. Und wie in meinem Fall bei Anträgen, also Beschwerden, die ohne Anwälte eingereicht wurden, bei 0,2%. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt mit der Beschwerde, liegt bei 99,8%. Trotzdem hast du es gemacht. Ja, natürlich, ich muss ja dem Verfassungsgericht eine Chance geben. Oh, ich höre sie schon schreien wieder in den Kommentaren. Das stimmt, ich finde es gut. Ich finde es gut. Es bekommt jeder eine Chance, die gesellschaftliche Veränderung mitzugestalten. Ja, den Eindruck habe ich auch, dass es sich irgendwie
immer schneller verwandelt und dass man, also ich merke bei mir, es war wie gesagt meine Erkenntnis, dass ich sondern ich merke, ich bin immer wieder daran herausgefordert, mich eher auf diese Entwicklung, auf die Veränderung zu fokussieren und nicht so in dem zu verbleiben, was ist oder was war. Und das fordert mich jeden Tag neu heraus, merke ich gerade eigentlich. Eigentlich auch nur, ich werde jetzt gerade aufmerksam dadurch im Kontakt mit dir und mit der Veränderung, die du anstrebst und für die du einstehst. Ja, und du bekommst ja auch mit, was im Hintergrund läuft. Also was, das sind ja Leute, die mir helfen. Und es sind Menschen, die zum Teil anonym helfen, ja, die in Jugendämtern arbeiten und mir Hinweise geben, Tipps. Und das sind auch dann Verfahrensbeistände, die mir helfen. Rechtsanwälte, Politiker, die alle im Hintergrund agieren, unerkannt bleiben wollen und da in vielerlei Hinsicht helfen. Und das Erstaunliche für mich ist, wie schnell, vielleicht kommt daher dein Eindruck, ja, dass es an Geschwindigkeit gewinnt. Und das kann ja einfach nur unser subjektiver Eindruck sein. Aber es ist unglaublich, was an manchen Tagen mir zugetragen wird an Feedback, an Ideen, an strategischem Vorgehen. Also wenn ich das vergleiche mit letztem Jahr, als ich meinen ersten Antrag aufs Wechselmodell eingereicht habe, wo ich im Grunde allein mit meinem Anwalt war und die Handlungsoptionen waren, die mein damaliger Anwalt und ich uns überlegt haben. Und heute sind die derart vermehrt da. Also jeder Mensch, der da kommt und hilft und der multipliziert die Optionen, die ich habe in meinem Fall, und die machen das eben, weil sie merken, wenn der Sandro da weiterkommt, kommen wir alle weiter. Mhm. Und für mich fühlt es sich auch mittlerweile so an, dass ich jeden Tag fühle ich mich mehr und mehr wie, als würde ich ein Gefäß werden, das immer leerer wird. Mhm. Und ich agiere für die anderen. Also an manchen Tagen kriege ich 10 Anrufe und dann sagt jemand, okay, pass auf, mit dem würde ich so und so vorgehen und dann machst du dieses und danach jenes. Und wenn A, dann B. Aber wenn C, dann wieder B und so, ja. Mhm. Na, okay, 5 Minuten später, nächster Anruf. Sandro, bei dem, was du da gesagt hast, pass in Zukunft auf, formulier es so und so. Okay, alles klar. Und es fließt alles so. Es ist unglaublich. Also, und es kommen immer wieder neue Leute dazu und ich rufe die nicht an, ich frage die nicht, ich kontaktiere die nicht, sondern die kommen auf mich zu und helfen damit. Es trifft ja so ein bisschen, es überschneidet sich so ein bisschen mit diesem einen Kritikpunkt. Ein Kommentator oder eine Kommentatorin prägt es ja immer wieder an, dass du dich vor den Karren spannen lässt. Ja? Das ist ja für mich, das ist ja ein absurder Ausdruck von dem, was hier passiert, aber okay, das ist eben der Eindruck, den diese Person hat. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, könnte man natürlich wieder so verstehen, aber du hast dem noch hinzugefügt, es fließt irgendwie so. Und das ist übrigens ein Gefühl, was bis zu mir schwappt. Also auch ich bin ja irgendwie beteiligt und ich merke, dass es auch für mich irgendwie fließt und immer weiter fließt so. Ja, das vor den Karren spannen trifft es nicht genau. Ich würde es mal eher als dienen bezeichnen, ja. Also ich bin nicht der Ochse, der sich vor den Karren spannen lässt und den dann jemand ausnutzt, damit er selber Nutzen davon hat. Weil es ist ja genau andersrum. Die Menschen, die mir helfen, haben ja erstmal gar keinen Nutzen für sich davon, ja, wenn ich dann unsere Kinder eines Tages im Wechselmodell sehe und die mich sehen. Was haben die da erstmal direkt davon? Ja, nichts.
Und das sind Leute, die zum Teil seitenweise Text für mich geschrieben haben, den ich dann in Schriftstücke eingefügt habe. Warum setzen die da Stunden ihres Lebens für mich ein, damit unsere Kinder ihren Vater haben? Okay, das ist ja von denen sehr altruistisch, nur sie haben nichts davon, ja. Also lassen eher die sich vor meinen Karren spannen. Du sagst ja immer wieder, sie helfen dir, und ich denke, das ist die einzige richtige Bezeichnung. Sie helfen, ja, und also diese Idee mit dem leeren Gefäß, ich will es mal anders formulieren. Ich komme mal von einer anderen Ecke dann, und dann komme ich wieder daraufhin zurück. Die Frage ist ja, warum mache ich, was ich mache? Es gibt so viele Menschen, die sagen, jetzt willst du das wirklich noch machen? Also dann verlierst du deine Kinder, weil ist doch klar, die Familiengerichte in Deutschland, die werden sich das nicht gefallen lassen. Dann kriegst du einen Umgangsausschluss. Und dann kommt wieder dieses Monster hoch, ja, das sagt, ja, Sandro, mach Zugeständnisse, damit du deine Kinder nicht verlierst. Ja, also das Teufelchen hier, der familiengerichtliche Teufel, ja, der sagt dann, ja, du könntest deine Kinder verlieren. Und jetzt mach Zugeständnisse. Weich ab von diesem Pfad, wo du die Kinderrechte und deine Grundrechte verteidigst, dafür einstehst, wie auch immer. Und dann bleibe ich aber auf diesem Pfad. Warum? Weil ich mache es, weil ich will, dass unsere Kinder, und damit meine ich meine vier Kinder, aber auch die Kinder, alle Kinder in Deutschland, dass die Chance haben, bessere Menschen zu werden. Ich will, dass meine Söhne nicht in die Situation kommen, in die ich gekommen bin, falls sie mal heiraten, falls sie mal Kinder haben, falls sie mal eine Scheidung durchleben. Ich will nicht, dass meine Töchter in die Situation ihrer Mutter kommen, dass sie Angst haben, ihre Kinder zu verlieren, wenn sie 50% ihrer Zeit beim Vater verbringen lassen. Ich will nicht, dass meine Töchter in diese Situation kommen. Ich will, dass sie die Chance haben, bessere Menschen zu werden. Ob sie es werden, liegt an ihnen. Und da gehört auch dazu, dass vielleicht die Situation, die jetzt da ist, wenn die so bleibt, dass sie dann von ihrem Vater entfremdet werden, nicht mehr seine Perspektive sehen, nur noch die der Mutter. Und falls sie dann, wenn sie volljährig sind, sich fragen, wer ist eigentlich dieser Vater, und mich treffen, erstmal mir mit Vorwürfen begegnen, mich erstmal beschuldigen, ich hätte mich nicht um sie gekümmert und so weiter. Und ich hätte nur die Grundrechte im Sinn gehabt und nicht ihre Bedürfnisse. Das wäre ein typischer Vorwurf zum Beispiel, den ich auch schon von einem Freund gehört habe, der selbst ein Kind ist geschiedener Eltern. Der hat mir gesagt, du, mein Vater hat es genauso gemacht und ich verabscheue ihn dafür. Da habe ich ihn gefragt, ja, verabscheust du deine Mutter auch? Hat er gesagt, nein, die hat sich immer um mich gekümmert. Und da siehst du halt die Spaltung. Ja? Mhm. Die Mutter war die, von der er abhängig war. Die brauchte er, um zu überleben. Und sie hat ihm genau das gegeben. Und der Vater war derjenige, der gesagt hat, nee, ich richte mich nach Werten, die über mich hinausgehen, die nicht Überlebenswerte sind, sondern für alle geltende Werte. Und dieser Freund, das ist das Interessante, der hat Jura studiert. Ja. Also der hat im Grunde versucht, über seinen beruflichen Weg, ja, also Rechtswissenschaften, Jura studieren, hat er versucht, seinen Vater zu verstehen, der sich auf sein Grundrecht bezogen hat nach der Scheidung. Gleichzeitig verabscheut er ihn dafür. Das heißt, er kann sich emotional ihm nicht nähern. Und das sind Prozesse, die können bei uns ja auch passieren mit meinen Kindern. Deshalb sage ich, ich will, dass meine Kinder die Chance haben, bessere Menschen zu werden. Ob sie die ergreifen aufgrund ihrer Geschichte, aus der Scheidung ihrer Eltern heraus, das ist eine ganz andere Frage. Aber sie sollen diese Chance haben. Und deshalb rücke ich keinen Millimeter von unseren Grundrechten ab. Ich bleibe auf diesem Pfad. Weil es geht darum, hier etwas zurück in die Gesellschaft zu bringen, was im Grundgesetz verankert ist, die Gleichheit der Menschen, Gleichberechtigung,
die elterliche Fürsorge und Erziehung der Kinder durch beide Eltern. Das ist ein Ziel, das übersteigt mein persönliches Bedürfnis, mit den Kindern zusammen zu sein. Es steht ja eigentlich schon da, ja. Eigentlich steht es ja da. In den Grundrechten. Das ist nur, das ist verrückt, dass die Praxis so davon differiert. Ja. Ich hatte vorhin. Ja. Entschuldigung. Ich wollte nur noch mal einen Rückgriff machen. Du hast vorhin auch gesagt, welche Leute dir helfen. Und ich fand es interessant, ein Richter ist ja noch nicht dabei oder eine Richterin. Na, das ist nämlich total interessant. Ich kenne eine Familienrichterin. Und es war interessant, sich mit ihr zu unterhalten, in meinem Fall. Und sie, ach so, mit meinem Therapeuten damals, der hat auch extra mit einem Familienrichter auch gesprochen, weil der nicht, dem war das nicht klar, was ich da für eine Geschichte mitbringe, dem war das überhaupt nicht bewusst. Und der hat extra noch jemanden gefragt, der auch Familienrichter ist, und dem ist ihm erstmal so das Ausmaß von dieser ganzen Sache irgendwie bewusst geworden in dem Prozess dann. Und deswegen finde ich das schon interessant, auch Familienrichter wäre auch interessant dabei zu haben. Mhm. Also die halten sich zurück noch. Ne? Also es gibt eine Familienrichterin, wo ich mir überlegt, die zu kontaktieren, die ist noch jung. Da hat mich ein Vater darauf hingewiesen. Und die, ja, das ist es wert, die zu kontaktieren, mal zu schauen, ob man sich mal telefonisch unterhalten kann oder ob sie da ohne Nennung des Namens vielleicht auch mal sagen kann, wie sie das sieht, ja, Familiengericht, was sich da ändern muss und so. Und mir ist es auch aufgefallen mit den Richtern, wie du es gesagt hast, dass der Freund Jurist geworden ist. Ich denke, also in meinem Umfeld, wenn ich so sehe, also ich bin nun Musiker und kenne viele Musiker und da fiel mir das vor ein paar Tagen auf. Natürlich wird jemand, der Schlagzeuger wird, der das Schlagzeug sich aussucht zu spielen, ja, der hat das ja nicht durch Zufall gemacht, sondern weil er halt der Typ dafür ist. Der hat halt nicht Flöte gelernt oder Geige oder Horn oder so. Der hat eben Schlagzeug, ja. Davon hat er sich angezogen gefühlt, halt in dem Fall dann draufhauen, laut machen, irgendwie ganzen Körper benutzen, irgendwie Grenzen spüren, ja. Das ist mit Flöte oder so, ist das nicht der Fall. Das ist dann eher, das hat ganz andere Werte, ja, also die das so mitbringen, so, die dann resonieren mit mir als Musiker, ja. Und ich meine, es wird nicht anders sein bei Richtern oder bei Zahnärzten oder bei Psychologen. Das meinte ich eben in dem Umfeld. Natürlich kann, oder Lehrer, ja. Ich glaube, man kann natürlich von Herzen Lehrer werden. Und ich glaube aber, viele werden auch Lehrer. Also ich lerne viele kennen in meinem Umfeld, weil sie, ich sag's mal so, vielleicht noch nicht so ganz aufgeräumt haben mit ihrer Geschichte, ja. Wo sie eigentlich eine Geschichte haben, die sie damit sozusagen aufräumen wollten, dass sie dann Lehrer geworden sind. Oder eben Jurist oder Arzt. Das ist ein interessanter Aspekt. Da erinnere ich mich an ein Video, das ich kürzlich angeschaut habe mit einem Professor aus Israel, das Yoav Noah Harira oder so, der hat zwei tolle Bücher geschrieben. Und der sagt, dass wir durch die ganzen Technologien, die in Zukunft kommen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, werden wir eine Gesellschaft bekommen, in der viele Arbeitsplätze verloren gehen, neue Arbeitsplätze entstehen und wo die Wechsel im beruflichen Leben sich beschleunigen. Und es wird nicht aufhören, es wird sich quasi immer mehr beschleunigen. Mhm. Das heißt, die Gesellschaft wird immer mehr herausgefordert, eine selbstlernende Gesellschaft zu sein. Ja? Also jeder muss lernfähig sein bis ins hohe Alter und verschiedene Rollen einnehmen können. Ja? Es kann sein, dass du quasi in einem Teil deines Lebens in der IT tätig bist und dann hast du irgendeinen Bruch in deiner Karriere und dann bist du plötzlich
Sozialarbeiter oder machst irgendwas anderes, ja. Und Lehrer oder Richter, ja, diese Beamtenberufe, die sind ja sehr stabil. Also wenn mich immer jemand gefragt hat, was machst du beruflich, dann habe ich es gesagt und dann haben die Leute nachgefragt, und was machst du da eigentlich? Aber wenn jemand sagt, ich bin Lehrer, musst du nichts erklären, ja? Oder wenn jemand sagt, ich bin Richter, der muss nicht erklären, was er da macht. Was die Leute dann fragen, ja, bist du Strafrichter oder Familienrichter oder wie auch immer. Und das sind halt sozusagen die anscheinend sicheren Berufe. Und da prallen auch in meinem Fall zwei Welten aufeinander. Ich bin Selbstständiger, global unterwegs und treffe auch den Richter in Ulm. Und ich habe gerade vor kurzem erst von einem Freund, der hat mir gesagt, du Sandro, ich habe mit dem Rechtsanwalt gesprochen und habe so ein bisschen von einem Fall in Ulm erzählt. Da hat er gesagt, Ulm, oh, tiefste Provinz. Familienrechtliche. Und gut, also da prallt ein Selbstständiger auf einen Richter und so Richter, die wollen ja den Rechtsfrieden herstellen. Und ich finde, es ist ein Denkfehler, ja. Was die machen, ist, sie sagen, der Rechtsfriede ist dann hergestellt, wenn die Gesellschaft so bleibt, wie sie ist. Mhm. Ja? Und das ist halt das Beamtendenken. Ich werde Richter, dann habe ich sicheres Leben, sitze da und stelle den Rechtsfrieden her. Mhm. Und wir haben dann Frieden, wenn alles so bleibt, wie es ist. Mhm. Dass sowas langfristig in die Katastrophe führt, ist denen nicht klar. Ja, ja, weil, das ist aber der einzige Ausdruck, der es trifft. Ja, weil, also wenn es so ist, ja, dass wir eine Gesellschaft bekommen, die sich extrem wandelt und in der jeder aufgefordert ist, selbst zu lernen und immer mehr in die Wissensarbeit zu kommen, das hat auch Auswirkungen auf das Familienrecht und auf Nachtrennungsfamilien, weil das ist ja dann eine Gesellschaft, die von uns fordert, dass wir Rollen verlassen können. Wir können nicht mehr einfach Lehrer sein für 45 Jahre oder Richter für 30, 40 Jahre, wenn wir nicht Lehrer oder Richter sind. Ja. Dann müssen wir uns ständig ändern und dann ist ja die Frage, wer bin ich? Ja, also was steckt dann hinter diesen Rollen, hinter diesen verschiedenen Berufen? Meinst du, es wird dann wichtiger, dass das sichtbar wird? Ich muss mir bewusster darüber werden. Also dieser Yoav Noah Harira, oder wie er heißt, der ist zum Beispiel ein spiritueller Mensch, hat er gesagt, und er meditiert viel. Und er sagt, dass es immer wichtiger wird in der kommenden Gesellschaft, dass man eine Spiritualität entwickelt, um seinem Selbst immer wieder nachforschen zu können. Und wenn du deinem Selbst folgst, dann merkst du, dass dieses Selbst sich auflöst. So wie ich auch das jetzt erlebe, ja, wenn ich sage, ich diene den anderen, die mir helfen, und die helfen mir, weil ich meinen Kindern diene und anderen Kindern, indem ich ihnen eine bessere Chance ermögliche, gute Menschen zu werden oder bessere Menschen zu werden, dann meine ich genau dieses, mein Selbst löst sich auf, ja, diese Rolle, die ich einnehme, löst sich auf für etwas Gemeinsames, etwas, das wir gemeinsam schaffen wollen. Und also es gibt noch einen anderen Aspekt und ich hoffe, dann fügt sich das Puzzle zusammen. Ich glaube, manche, die jetzt zuschauen, die fragen sich gerade, okay, wie hängt das Ganze zusammen? Neue Technologien wie künstliche Intelligenz werfen ja tief philosophische Fragen auf. Was ist ein Mensch? Ja, wenn wir künstliche Intelligenz heißt ja, wir versuchen die menschliche Intelligenz irgendwie nachzuahmen. Und dann ist die Frage, was ist ein Mensch? Ja, und dieser israelische Professor sagt, die Frage ist, wie gestalten wir das Hacking von Menschen? Ja?
Also er sagt, ein Unternehmen will, dass seine Mitarbeiter effizienter werden. Also wie können wir über Software diese Menschen effizienter machen? Wie können wir ihnen, wenn sie morgens... Über Software? Genau, also über Software. Er sagt, wenn du heute auf Amazon gehst, dann sagt dir Amazon, was du kaufen sollst. Wenn du auf Netflix gehst, dann sagt dir Netflix, was du anschauen sollst. Wenn du auf Google gehst, dann sagt dir Google, was du lesen sollst. Ja? Und er sagt, es wird dann eine Website geben, die sagt dir, wen du heiraten sollst. Es gibt eine, wird eine Website geben, die dir sagt, welchen Job du jetzt nehmen sollst und so weiter. Und dieses Hacking von Menschen durch Software kann eben auch benutzt werden, um Menschen in der Arbeit produktiver zu machen. Ja, zum Beispiel, welche Farbe der Wand braucht dieser Mitarbeiter heute, damit er produktiv ist? Und dann hat er sein Armband dran, ja, wo sein Puls und sonst was gemessen wird, oder sein Handy am Ohr, und der stellt dann über die elektrische Spannung auf der Haut, die Feuchtigkeit der Haut, den Pulsschlag und so weiter, stellt es fest, oh, heute ist er schlecht gelaunt, ja, er driftet heute ins Depressive ab. Geben wir ihm mal ganz helle Farben. Ja? Und schon ändern sich die Farben in deinem Raum, wenn sich die ändern lassen. Ja? Das sind jetzt alles so Zukunftsideen. Aber dieses Human Hacking bringt ja die Frage auf, was wollen wir da für Menschen und was macht einen Menschen aus? Und was machen wir mit den irrationalen, überraschenden, mit den Freiheitsmomenten eines Menschen? Und das sind ja tief philosophische Fragen. Und Philosophie hat sich ja jetzt über die letzten 3.000-4.000 Jahre entwickelt und die Philosophen hatten Zeit. Aber heute haben wir nicht die Zeit, weil ein selbstfahrendes Auto von Tesla in Zukunft, die Investoren wollen das nicht erst in 1.000 Jahren haben. Die wollen das so schnell wie möglich haben. Und dann muss man die Frage beantworten, okay, was, wenn das Auto auf ein Kind zufährt und die Option hat, dem Kind auszuweichen, dann aber die Mutter zu töten? Ja, das Trolley-Experiment. Genau, was macht dieses Auto jetzt? Das sind ethische Fragen, die die künstliche Intelligenz oder die der Mensch beantworten muss. Wie soll sich die künstliche Intelligenz verhalten? Und dahinter steht die Frage, was sind Menschen, was sind unsere Werte und so weiter. Also ich bin da ganz bei dir und ich fühle das, glaube ich, was du da meinst. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es noch ein bisschen schwer verdaulich ist für manchen, der da jetzt so frisch reingeworfen wird. Also diese Mosaikstücke kommen zusammen, wenn es um die gleichberechtigte Elternschaft geht. Wie bringst du es zusammen? Also besonders in Deutschland, so wie ich es jetzt am Familiengericht erlebt habe, wird eine Spaltung aufrechterhalten. Ja? Die Mutter kümmert sich um die Kinder, der Vater geht arbeiten. Und wenn sich die Familie trennt, wie in unserem Fall, soll dieses alte, traditionelle Rollenmodell aufrechterhalten bleiben. Und die meisten Familiengerichte, wie ich es eben von anderen Vätern und Müttern mitbekomme, sind nicht an der Einvernehmlichkeit interessiert, wie es eigentlich per FAMFG 156 zum Beispiel, Paragraph 156 vorgeschrieben ist, sondern die Spalten. Und da liegt ja auch die eigene Prägung der Richter und Richterinnen dahinter. Die sind in Familien aufgewachsen, wo die Mutter für die Kinder zuständig ist. Aber durch diese, man muss es nicht Spaltung nennen, man kann es auch einseitige Rollenverteilung nennen. Ja? Dadurch haben die Kinder ja, was so Intimität mit anderen Personen angeht, ja, nicht im sexuellen Sinne, sondern im Sinne der Beziehung und Bindung zu anderen Menschen, haben die ja dann nur die Perspektive der Mutter und nicht oder ganz wenig die Perspektive des Vaters. Das heißt, sie kriegen kein komplettes Bild ihres Daseins. Weil am Anfang sind ja die Eltern sehr wichtig. Das heißt, es ist einseitig. Und je nachdem, wie extrem dann die Bindung an einen Elternteil ist, ja, die dann bis hin zu Entfremdung vom anderen Elternteil gehen kann, geht es dann Richtung Borderline, weil ja dann ein Elternteil die Auflösung des Kindes verlangt, um sein eigenes Vakuum
auszufüllen, das man in sich selbst hat. Ja? Studierst du jetzt, oder? Das sind psychologische Prozesse, die, also es gibt einen Psychotherapeuten in Kalifornien, der Dr. Craig Childress, das sagt genau das, also die Eltern-Kind-Entfremdung ist ein Cluster von psychischen Störungen. Da gehört zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder Borderline-Persönlichkeitsstörung dazu. Das heißt, ein Elternteil überträgt seine Störung auf das Kind. Das ist ja nichts anderes wie die transgenerationale Weitergabe von Traumata. Und jemand mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung fühlt sich ja innerlich leer. Man muss diese Leere auffüllen mit den Menschen um ihn oder sie herum. Und für eine Mutter oder einen Vater mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ist es halt wichtig, dass die Kinder dann sozusagen ganz zu einem gehören. Die wollen kein Wechselmodell, sondern die wollen die Kinder ganz für sich, weil dieses Vakuum eben so stark ist in sich selbst. Und dadurch wird das Kind auf eine Seite gezogen und kriegt nicht das gesamte Bild. Ja? Es sieht nicht, es kann nicht widerstrebende Meinungen der Eltern aufnehmen. Mhm. In unserem Fall, ich setze mich für die Kinder ein im Sinne des Wechselmodells, die Mutter will das Wechselmodell nicht. Und anstatt, dass das Gericht sagt, okay, das sind einfach widerstrebende oder gegensätzliche Meinungen der Eltern über das Zusammenleben der Kinder, aber das ist normal. Die Kinder müssen lernen, diese Differenz auszuhalten. Und es ist sogar eine Bereicherung, weil die Kinder dann über diese unterschiedlichen Eltern mehrere Optionen sehen, können sich dann selbst ein Bild machen, ja, was sie wollen. Oder später als Erwachsene sagen, ja, ich fand gut, aber du hast einen Aspekt vergessen. Den hat die Mama auch nicht gesehen oder der hat den gesehen, aber dir war es nicht klar oder mir selber war es nicht klar, wie auch immer. Ja. Und das ist dieses, im Taoismus das Yin-Yang, das ja jeder kennt, dieser Kreis mit dem weißen Anteil und dann dem schwarzen Anteil. Ja. Frau, Mann, wie auch immer. Für diese Einheit, für diese Ganzheit braucht es die Sicht auf beide Teile. Und erst dann in dieser Differenz kann ich eben mehrschichtig denken. Und jetzt kommen wir auf die Zukunft unserer Gesellschaft hinaus. Wenn ich nur sozusagen einseitig erzogen werde, ja, Mama ist für die Erziehung zuständig, der Papa fürs Geld, dann kann ich doch nicht in Zukunft verschiedene Rollen in einer abwechslungsreichen Karriere wahrnehmen. Und ich kann immer nur beschränkt dazu lernen, nämlich innerhalb meines Horizonts, der sich aber nur auf einen Elternteil bezieht und sehr einseitig ist. Und deshalb ist die gleichberechtigte Elternschaft für die Zukunft von Deutschland so extrem wichtig, damit Kinder in Zukunft immer zumindest zwei Perspektiven haben und auch im demokratischen Sinn erleben, dass eine Differenz der Eltern eine Bereicherung der Kinder ist. Das, also du meinst es ein bisschen wahrscheinlich auf einer Metaebene, dass die Kinder dann mehrere Rollen später einnehmen können, wenn sie jetzt auch zwei Sichtweisen haben, weil ich denke, sie können auch Kinder von Alleinerziehenden oder so können später mehrere Rollen einnehmen. Ich denke aber, wenn erzwungenermaßen die eine Perspektive fehlte in ihrer Entwicklung, dann kann es sein, dass sich eventuell mögliche Störungen auf das Kind viel stärker übertragen, weil sie auch nicht kompensiert werden können durch verschiedene Sichtweisen oder verschiedene Prägungen. Ja, genau. Und bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist mir noch aufgefallen, dass das ja, wenn du es so beschreibst, unterstützen ja die Gerichte im Prinzip mit ihrer Haltung und Herangehensweise eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, egal ob es jetzt vorhanden ist oder nicht. Und insofern könnte man eben von einer Borderline-Rechtsprechung sprechen. Ist das so gemeint auch? Ja, also in einem Ehekonflikt kommt ja immer irgendwie mal dann der Vorwurf, du bist ein Borderliner, ja. Und das ist ja auch klar, weil
Borderline ist ein Coping-Mechanismus, also ein Muster von Sichtweisen, Verhaltensweisen, wie ich mit einer Situation in meinem Leben umgehe. Und je mehr Macht und Unfreiheit um mich herum herrscht, umso mehr muss ich mich ja verbiegen, verleugnen, um überleben zu können. Das heißt, ich muss Dinge abspalten, die mich konstant verletzen. Die muss ich irgendwann in mein Unterbewusstes abdrängen, abspalten. Das heißt, je mehr Schmerz mir zugefügt wird oder je mehr Schmerz ich denke, dass mir zugefügt wird, ja, das ist immer ja auch eine Frage, wie konstruiere ich meine Wahrnehmung? Aber je mehr Schmerz ich empfinde, der muss ja gar nicht real sein, ja, das kann rein die Empfindung sein, darüber, wie ich geprägt bin, umso mehr kann die Reaktionsweise sein, dass ich das abspalten muss, wenn dieser Schmerz beständig da ist. Zum Beispiel, ich will meinen Vater sehen, aber ich kann nicht. 2 Wochen lang nicht, 4 Wochen lang nicht, 8 Wochen lang nicht, 2 Monate, 2 Jahre, 5 Jahre, 8 Jahre. Kannst du ja nicht aufrechterhalten die ganze Zeit. Das ist so ein Schmerz, den musst du irgendwann abspalten. Und dann musst du halt irgendwann sagen, okay, meine Mutter oder mein Vater, ja, dieser eine Elternteil, der mich nicht zum anderen lässt, auf den bin ich angewiesen, von dem bin ich abhängig. Ich kann auf den nicht ständig wütend sein. Ich kann den auch nicht ständig verantwortlich machen dafür, dass ich den anderen Elternteil nicht sehen darf. Also projiziere ich diese Wut auf den Vater oder die Mutter, die fehlen. Die sind schuld. Weil die haben sich nur nach den Grundrechten gerichtet. Die haben sich nicht um mich gekümmert und so weiter. Und dann findet diese Spaltung statt, die innere. Und die ist halt für unsere Gesellschaft, für die Zukunft sehr schlecht. Auch auf politischer Ebene. Wir brauchen eine Gesellschaft, die zukünftig Gegensätze verbindet und versteht, dass die Teil eines Ganzen sind. Du hast ja von, wir haben ja ganz am Anfang über diese Veränderungen gesprochen, die auf uns zukommen und die auch schon stattfinden. Und was passiert denn mit denen, die sich nicht verändern wollen? Also, wir kennen ja so ein paar. Vor allem auf Facebook, meinst du? Nee, ich meine auch im richtigen Leben. Ja, vor allem im richtigen Leben. Bei einer Veränderung gibt es natürlich immer die Menschen, die sich nicht verändern. Und das ist immer ein Balanceakt, weil eine Gesellschaft, die emotional noch nicht so weit ist und dann eine Veränderung mitmachen muss, die könnte die Veränderung auch wieder ablehnen. Also Deutschland muss quasi auch emotional bereit für die gleichberechtigte Elternschaft sein. Und ich denke, wir sind an diesem Tipping Point, an dieser Bergkante, wo sich's gerade ändert. Weil es beschleunigt sich. Und vor allem eben über Social Media ist es möglich, mit Menschen Kontakt zu halten, die am anderen Ende von Deutschland leben. Und nicht nur über Telefon, sondern mal kurz über Messenger, WhatsApp, Facebook, wie auch immer. Und man kann, wie wir es ja machen, mit Freifahren, man kann ein eigener Informationskanal werden. Man kann an den ganzen etablierten Medien vorbei, die sozusagen eine Mainstream-Beschallung der Gesellschaft durchführen. An denen vorbei kannst du eigene Gesprächsräume erschaffen. Und das ist ja auch wieder was darauf hinweist, auf diese Änderung der Gesellschaft, die ich vorhin skizziert habe.
auch in den Medien findet eine Differenzierung statt. Wir haben nicht mehr nur die ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und so weiter. Wir haben YouTube, wo jeder seinen eigenen Kanal machen kann. Wie viele hunderttausende Kanäle gibt es denn mittlerweile? Jeder kann seine eigene Zeitung mit einem WordPress im Internet aufbauen und Artikel schreiben und veröffentlichen. Und diese Differenzierung der Medienkommunikationslandschaft führt eben dazu, dass die etablierten Parteien zum Beispiel gefährdet sind. Weil das Parteiensystem, na klar, das ist ja auch so ein Relikt eigentlich, oder? Also ich habe jetzt auch kein Bild, wie es anders sein kann, aber es ist ja wirklich sehr, sehr fest. Ja, und vielleicht war es ja für eine Zeit lang gut und vielleicht steht ja jetzt eine Zeit an, wo wir uns fragen müssen, okay, wie muss das politische System aussehen, damit wir eine differenziertere Demokratie werden, damit wir eine Demokratie sind, die wirklich gleichberechtigt ist und diese Gleichberechtigung bei den Eltern schon anfängt, nach der Scheidung, aber auch natürlich vor einer Scheidung oder auch ohne Scheidung, dass Kinder in einer Familie ihre Eltern, ihre Umwelt differenziert wahrnehmen können, weil ihnen beide Eltern erhalten bleiben, gleichberechtigt, die dann später auch differenziert die Gesellschaft bewerten können, die differenziert politisch denken, die nicht nur sagen, werde unterdrückt durch diejenigen Personen hier und ich möchte jetzt geschützt werden durch den Staat. Stimmt es wirklich? Werde ich wirklich unterdrückt? Oder stelle ich mich nur als Opfer dar und unterdrücke ich eigentlich andere? Also diese Fähigkeit, die andere Perspektive einzunehmen, geht wieder zurück zu der Diskussion bezüglich Borderline, dass Kinder diese Fähigkeit entwickeln und natürlich auch Erwachsene, weil sie brauchen sie unbedingt in der Zukunft. Weil wir eine Gesellschaft haben werden, in der wir viele verschiedene berufliche Rollen einnehmen werden. Denkst du, dass mit denen, dass heute quasi jeder seine eigene Zeitung und seinen eigenen Fernsehkanal, sage ich mal, eröffnen kann, birgt auch eine Gefahr? Es birgt eine Gefahr, weil, wie wir auf Facebook sehen, da schreiben Menschen Kommentare, die ungeübt sind darin, sich in der Öffentlichkeit zu äußern. Okay. Was gleichzeitig auch eine Chance ist, ja, dass jeder lernt, sich öffentlich auszudrücken. Das ist ja auf mehreren Ebenen. Weil ja wir die Chance haben, über soziale Medien individuell uns öffentlich auszudrücken, ja. Es ist nicht mehr eine 1:1 Kommunikation wie früher, dass ein Fernsehsender an Millionen von Menschen sein Programm ausstrahlt, sondern jeder Mensch kann potenziell an viele andere Menschen seine Informationen herausgeben. Und deshalb muss jeder lernen, selbst in der Öffentlichkeit aufzutreten. Jeder wird quasi sein eigener Fernsehsender. Und da gibt es halt welche, die da noch sehr viel zu lernen haben. Und andere, die können schon ganz gut und wieder andere können sehr gut. Warum denkst du, dass manche noch viel zu lernen haben? Also das klingt nach einer Bewertung. Ja, weil die zum Beispiel unsachlich diskutieren auf Facebook, weil die dann Menschen persönlich angreifen. Aber das ist wieder genau das. Wenn jemand anderen in einer Diskussion auf Facebook oder Twitter persönlich angreift, heißt das immer, dass jemand aus einem Elternhaus herkommt, wo er eine Spaltung erlebt hat, wo er oder sie ab einem bestimmten Punkt nicht mehr rational denken kann, weil eben in der Kindheit da früh schon ein Punkt gesetzt wurde, wo ich Angst bekomme. Wenn ich das jetzt sage, werde ich bestraft, also ziehe ich mich zurück. Und wenn ich aus so einer Erfahrung heraus dann auf Facebook kommentiere und jemand anderer Meinung ist als ich und diesen Angstpunkt erreicht,
also für mich gefühlt der Angstpunkt, das habe ich vorhin gesagt, den Schmerz, wird er mir wirklich zugefügt oder nicht? Ja, später als erwachsener Mensch bin ich dann konditioniert und spüre an bestimmten neuralgischen Punkten einen Schmerz, wo andere sagen, was hat der oder die denn? Ich habe doch nur meine Meinung gesagt. Aber die empfinden das als Angriff und schlagen dann mit persönlichem Gegenangriff zurück. Weil hier können sie es ja jetzt, ja. Hier ist ja nicht mehr die drohende Übermacht, die sagt, bis dahin und nicht weiter, sondern jetzt sind sie ja frei und können das endlich rauslassen. Und machen es zum Teil mit Fake-Profilen, ja, und sind dann umso unverschämter. Das ist mir heute auch aufgefallen. Ja, genau, das ist, ja, weil da kann man es richtig freilassen, ne? Avatar, einfach irgendein Avatar nehmen. Das ist mir heute auch aufgefallen. Im Moment dachte ich so, eigentlich finde ich das ziemlich ungerecht. Also, ich agiere in meinem vollen Namen, ich benutze keine Abkürzung, keinen Fake-Namen, ich habe meine Fotos, ich bin der Mensch, repräsentiert dort in diesem Profil, du auch, ja. Und dann huschen die Fake-Profil-Leute da rum und machen so einen Aufwind, so einen Aufriss irgendwie. Das ist eigentlich gemein, oder? Dachte ich so einen kleinen Moment lang, dachte ich irgendwie. Ja, es ist. Wie klein ist das? Wie eng? Es ist deshalb schwierig und auch gefährlich, weil um eine Gesellschaft zu verändern, brauchst du Solidarität. Und diese Fake-Profile haben das bewusste oder unbewusste Ziel, die Solidarität zu zerstören, also die zersetzen. Die wollen die Bewegung hin zu einer gleichberechtigten Elternschaft, zu einer ausgewogenen Wahrnehmung meiner Umwelt, zu einer Gesellschaft, die differenzierter kommuniziert, differenzierter wahrnimmt, wollen die nicht ermöglichen, indem sie Solidarität zersetzen, weil sie eben Nutznießer der jetzigen Situation sind, in der Gerichte oder eben Verfahrensbeteiligte wie ein Verfahrensbeistand zum Beispiel oder ein psychologischer Gutachter, die profitieren ja von diesem Streit, von dieser Spaltung, von diesem Konflikt. Und da gibt es halt dann Menschen, die innerhalb dieser Denkweise argumentieren und dadurch die Solidarität zersetzen. Das ist auf der Ebene der Familie die Solidarität, die die Eltern eigentlich haben sollten, wenn sie sagen, okay, wir lassen uns scheiden, aber unsere Kinder, die dürfen so bei uns leben, wie sie es sich wünschen. Das ist Solidarität zwischen den Eltern. Aber ein Familiengericht grätscht da rein, sobald die Eltern eine Dissonanz haben, irgendein Problem miteinander, wo es dann einer vor Gericht geht, zum Beispiel wie bei mir, ich wollte das Grundrecht wahren, ja, dass ich genauso das Recht auf die Kinder habe wie die Mutter. Pustekuchen, sieht der Richter anders, der Konflikt wird noch schlimmer. Und du kannst den Konflikt nur beilegen, wenn Grundrechte gewahrt werden. Wie sonst sollst du Vertrauen aufbauen? Und also die Menschen, die da auf Facebook per Fake-Profil oder auch nicht die Solidarität zersetzen, die sind gefährlich, weil sie eben nicht authentisch sind durch das Fake-Profil. Das wollte ich noch hinzufügen. Die Authentizität wird immer wichtiger. Genau, und umso wichtiger ist es, dass die Veränderung vorantreiben wollen, authentisch sind. Deshalb finde ich zum Beispiel auch unsere Videos, so wie dieses jetzt, so wichtig, dass wir nicht nur drüber reden, okay, was hat denn jetzt das Amtsgericht beschlossen? Ja, die haben dies und jenes gemacht. Unglaublich, ist ja völlig absurd. Finde ich auch absurd. Ach, die sind ja total. Und das ist ja mal so auf einer konkreten Ebene. Aber ich finde es wichtig, dass wir auf einer anderen menschlichen Ebene, auf einer, wie der israelische Professor sagen würde, auf einer spirituellen Ebene uns das anschauen. Wir hatten ja mal ein Video, wo wir gesagt haben, okay, jetzt setzen wir uns oben auf den Berg und schauen uns das Ganze mal an. Ja, wir müssen uns unsere Rollen anschauen. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass durch die gleichberechtigte Elternschaft ein Kind die Rolle des Vaters sieht, die Rolle der Mutter, sieht, wie unterschiedlich die sind, wie die sich ergänzen oder nicht zusammenpassen. Dann fragt sich das Kind, was ist meine Rolle in dem Ganzen? Macht es natürlich erstmal einfach so, aber je älter es wird, umso bewusster sieht es diese Rolle. Und später, wenn es selber dann Kinder hat, als Frau kann es dann die Rolle von dem eigenen Ehemann oder der eigenen Ehefrau, ja, als Mann besser verstehen.
weil es halt immer auch die Rollen der Mutter gesehen hat und kann gleichzeitig auch heraustreten, weil es eine höhere Differenzierung hat und merkt, okay, mein Vater ist vielleicht nicht nur Vater, sondern er sagt zu mir auch mal, du, ich habe jetzt gerade keine Lust, Vater zu sein. Ich möchte jetzt einfach mal irgendwie dies und jenes machen, ja, oder einfach nur, du, ist gut, du hast ein Problem, du möchtest mit mir reden, ich brauche jetzt aber erstmal 10 Minuten für mich, bitte hab Verständnis. Dann merkt das Kind, okay, das ist noch was anderes, der ist nicht nur Papa, der ist auch für sich eine eigene Person. Ich ziehe mich mal jetzt zurück, ich bin aber in 10 Minuten da und dann reden wir. Ja. Diese kleinen, ich sag mal, diese kleinen Fenster ins Selbst, ins Menschsein, abseits von der Rolle, abseits von dem Elternteil, der für mich da ist und für mich dieses macht und für mich diese Rolle erfüllt, da müssen wir hin zu dieser spirituellen Erfahrung des Selbst, des Menschseins, damit wir eben Kinder haben, die bereit sind, in der Gesellschaft sich einzubringen, wo wir gezwungen sind, über die Zeit hinweg verschiedene Rollen privat oder beruflich einzunehmen. Patchwork-Familien fordern uns ja auch heraus, in mehreren Rollen zu denken und verschiedene Rollen mit verschiedenen Menschen einzunehmen, wo wir einmal dachten, wir werden diese Rolle nur mit diesem Mensch einnehmen, ja, weil wir zusammenbleiben, bis dass der Tod uns scheide. Ja. Und dann hat uns der Familienrichter geschieden, jetzt sind wir mit einer anderen Person zusammen, die vielleicht ganz anders ist, wie die Person, in die ich vorher so stark verliebt war und die ich geheiratet habe. Warum heirate ich jetzt die andere Person, falls ich nochmal heiraten will? Was ist an der anders? Was verändert sich an meiner Rolle jetzt als Ehemann in dieser neuen Beziehung? Und man merkt, wie diese Rollen sich ändern, neu zu gestalten sind, auszufüllen sind und man immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen wird und sich fragt, wer bin ich eigentlich? Warum mache ich, was ich mache? Ja, das gut, dass du sagst, dass es ein bisschen das Private reinreicht. Das ist das, was wir merken. Je mehr wir davon wegkommen, dass uns der Tod uns scheidet, auch durchziehen und daran kaputt gehen, umso mehr merken wir, dass wir uns öffnen und merken, wenn ich so weiterlebe, steht das im Widerspruch zu dem, wie es mein ehrliches Selbst machen würde. Und deswegen kann ich es nicht aufrechterhalten. Ja. Ja, Authentizität, das fand ich gut. Also jeder hat sicher Gründe dafür, ein Fake-Profil anzulegen und das zu machen. Also ist ja okay. Also es gibt sicher Gründe, ne? Aber ich merke eben, es ist gut, irgendwie mit Leuten in Kontakt zu sein, die authentisch sind. Das ist sehr gut, ja. Und ich würde nochmal gern zurück auf die Frage, warum ich so handle in meinem Fall, wie ich es tue. Dieses Ziel, dass unsere Kinder die Chance haben, bessere Menschen zu werden, bedingt ja, dass ich die Kinder loslasse. Dass ich sage, okay, wenn meine Kinder jetzt nicht bei mir sein können, weil die Mutter sie nicht zu mir lässt, was kann ich dann machen, damit sie die Chance haben, bessere Menschen zu sein? Weil ich kann nicht in der direkten Interaktion mit ihnen da jetzt helfen. Was kann ich dann machen? Und dahinter steckt ja diese generelle Frage, was für ein Vater oder was für eine Mutter, ja, was für ein Elternteil will ich denn sein? Und das sage ich auch zu mir selbst. Ich muss mein Kind immer loslassen. In jeder Sekunde, in jeder Millisekunde muss ich immer so agieren, dass es nicht meins ist. Ja? Ich sage ja meine Kinder, unsere Kinder, aber damit meine ich nicht, dass es mir gehört, sondern dieses Kind, ja, im Sozialgesetzbuch Kapitel 8, Paragraph 1 heißt es ja, dass junge Menschen sollen gefördert werden und so erzogen werden, dass sie gemeinschaftsfähige
Und wie heißt es noch? Lass ich mal nachschauen. SGB 8, Paragraph 1. Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Eigenverantwortlich und gemeinschaftsfähig. Hm. Genau. Und eigenverantwortlich heißt ja, dass ich mein Kind in jeder Sekunde freilassen muss. Okay, es kann jetzt noch nicht selber laufen. Ich trage es. Gut. Aber eines Tages wird es selber laufen können. Das heißt, ich muss jetzt schon alles tun, damit es irgendwann an diesen Punkt kommt. Eines Tages wird dieses Kind bei mir ausziehen. Das heißt, in jeder Sekunde muss ich diesen Schritt schon vorbereiten. Das heißt, ich habe dann eine Rolle als Elternteil, die in dem Moment zu einer dienenden Rolle wird, wo ich dieses Kind loslasse. Und gleichberechtigte Elternschaft heißt ja nichts anderes, als dass ich mein Kind loslasse, damit es beide Eltern hat, damit es sich entwickeln kann zu einer, wie heißt es, gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeit. Und gemeinschaftsfähig heißt ja, dass ich mich selbst in den Dienst der Gesellschaft stelle und meine Rolle oder meine Rollen einnehme. Ja, das ist erstaunlich, dass es uns bei manchen Dingen so leicht fällt, ja, wie wenn es zum Beispiel beim Gehen lernen. Also wir tragen ja das Baby nicht, weil wir davon ausgehen, dass wir es immer tragen werden. Und ein bisschen wissen wir, okay, es wird schon immer weiterlaufen, aber ich will es lieber immer tragen. Sondern wir tragen es mit der Selbstverständlichkeit, dass es irgendwann auch laufen kann und laufen wird. Genau. Wenn es gesund ist. Aber in diesem Bereich ist es nicht so, ne? Ja, es ist ja eigentlich selbstverständlich, dass nach der Trennung die Kinder bei beiden Eltern sein sollen. Und jeder Elternteil, der das nicht will, es gibt ja auch gute Gründe dafür, wie wenn ein Kind wirklich misshandelt wird oder missbraucht wird durch einen Elternteil, das ist ja alles schon durch Gesetze geregelt. Aber alles andere ist kein Grund, ja, dass man sagt, ja, die Kinder müssen dann so viel wechseln und was weiß ich was alles. Es geht darum, dass jeder Elternteil sagt, ich lasse mein Kind los. Und mein Kind soll so leben, wie es will, beziehungsweise wie es für das Kind gut ist. Und dann kommt ja immer noch dieses, ja, das Kind will ja zum Vater, aber es ist nicht gut für das Kind. Das Kind kann ja mit 8 Jahren noch gar nicht bewerten, was es heißt, dass es halbe-halbe bei den Eltern lebt. Ja, zum Kindeswohl gehört doch, dass ein Kind lernt, sein eigenes Wohl wahrnehmen und artikulieren zu können und dann auch die Umsetzung erleben zu können. Manchmal muss ich eben, wenn ein Kind, ja, du kannst ja dir überlegen, okay, mein Kind isst gerade diese Schokolade. Und so wie es aussieht, wird es die ganze Tafel essen. Sage ich, hör jetzt bitte auf, du kannst morgen weiter essen, oder lasse ich mein Kind diese ganze Tafel Schokolade essen und mal diese Erfahrung machen, wie das sich dann im Bauch anfühlt, sodass es merkt, es war jetzt zu viel. Also das nächste Mal teile ich mir die Schokolade lieber auf. Das ist das Loslassen. Du musst manchmal da, ich habe es ja mal auf der Website beschrieben im Artikel, als die Zwillinge sich gekloppt haben. Und ich immer gesagt habe, wollt ihr reden oder wollt ihr euch weiter schlagen? Nein, wir wollen schlagen. Okay, ja. Da habe ich die so lange das erleben lassen, damit sie erleben, was ist denn eigentlich zu meinem eigenen Wohl? Und dann kamen sie und haben gesagt, okay, wir haben uns geeinigt. Und wir haben uns folgendermaßen geeinigt. Und wir haben uns umarmt, weil wir uns wehgetan haben. Das heißt, das, was ich vorhin auch gesagt habe, mit dem wahrgenommenen Schmerz, wenn wir merken, unser Kind geht da zurück, was irgendwie einen Schmerz hat oder eine Angst, dann müssen wir abwägen, okay, lassen wir das Kind gerade da oder helfen wir ihm, diesen Schmerz zu überwinden und darüber hinauszugehen. Und dann ist es leider so, dass Jugendämter, psychologische Gutachter, auch Richter dann eher sagen, das schädigt ja die Kinder.
wie in meinem Fall, ja, dass der Vater will das Wechselmodell. Er redet mit den Kindern über das Wechselmodell. Er hat eine Website über das Wechselmodell. Oje, oje. Da kommen ja die Kinder in einen Konflikt mit den Eltern, mit der Mutter, ja, weil die Mutter will das ja nicht. Das schädigt die Kinder. Anstatt zu sagen, nee. Diesen Schmerz müssen die Kinder aushalten. Die müssen lernen, was es heißt, Meinungsvielfalt, demokratische Meinungsvielfalt in der Familie zu erleben, wie wir sie auch in der Gesellschaft haben wollen. Weil genau so kommen wir weiter. Und Meinungsfreiheit heißt auch, dass ich etwas sagen darf, wovon sich jemand anderes angegriffen fühlt. Nur weil sich jemand angegriffen fühlt, heißt es nicht, dass ich etwas nicht sagen darf. Weil wenn es um etwas geht, dann fühlen wir uns doch angegriffen. Weil es geht um etwas, die Emotionen sind mit drin. Und dann ist es umso wichtiger, seine Meinung sagen zu dürfen, um die Wahrheit zu ringen, um eine Lösung zu ringen. Ich hatte noch einen Gedanken. Also zu dem Kind, ja, was du gesagt hast mit der Schokolade und auch mit dem Kloppen. Ich habe genau dieselben Erlebnisse auch gehabt. Und meine natürliche Haltung war auch, also auch nach der Trennung war das bei mir so anders als vorher. Süßigkeiten waren frei zugänglich. So, das war früher nicht so. Ich selbst habe da auch mitgespielt. Ich selbst habe dann sogar, kann ich ja hier mal zu Protokoll geben, heimlich dann auch Süßigkeiten gegessen. Absurd, ja. Vor den Kindern verstecken und dann heimlich Süßigkeiten essen. Und danach habe ich mich dafür entschieden, dass es offen zugänglich ist. Und ich habe natürlich nicht immer was gekauft und es war nicht unendlich, aber es war doch eben. Und ich habe es ja bemerkt, ich habe es ja erfahren in meinen eigenen, mit meiner eigenen Wahrnehmung, was es für Auswirkungen hatte. Nämlich, natürlich gab es einmal diese, gerade bei dem einen Sohn, diese Sucht, das erstmal alles, also der hätte nie. Und bei dem anderen weniger, weil der körperlich schon wusste, er kriegt dann ein bisschen Bauchschmerzen immer, aber er hat trotzdem auch bis zu Bauchschmerzen dann. Und dann hat er sich das reguliert irgendwann. Und das war früher nicht möglich. Und auch mit dem Kloppen genauso, auch nach der Trennung eben auch. Habe ich festgestellt, wie die sich wie die sehr aggressiv miteinander waren und sich am Ende dann sehr stark, auch gekloppt haben oder eben so, der eine war halt immer mächtiger, der hat den anderen dann immer, und das hat den anderen aber zur Weißglut gebracht. Und solange ich mit dran beteiligt war, weil ich merkte, mich selber macht das rasend. Habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, dass mich das Rasen macht, ist mein Anteil, da muss ich mich drum kümmern. Und als ich es geschafft habe, das zu erkennen und die dann einfach zu lassen, habe ich die dann 3 Tage das mal machen lassen. Und weißt du, wie es bei uns war? Die haben dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt kommen wir an den Punkt und jetzt müssen wir anders abbiegen. Nicht in die Richtung weiter, sondern abbiegen, damit wir selber uns jetzt davor bewahren, wieder dort rauszukommen, wo wir die letzten 3 Tage immer rausgekommen sind, mit Blut und mit Haaren und Schreien. So können wir abbiegen. Und als ich sie freigelassen habe, das machen lassen, haben sie das gelernt. Grundsätzlich. Super. Und deshalb brauchen wir Familiengerichte, die Grundrechte wahren. Ja. Die sagen, okay, ihr zwei habt irgendein Problem zusammen. Darunter dürfen aber nicht die Kinder leiden. Die Kinder, wenn ihr euch nicht einigen könnt, kommen zu beiden von euch zu gleichen Teilen, zeitlich. Und dann ist der Richter so wie du, ja? Das ist dann, oder die Richterin, das ist dann ein weiser Mensch. Und das Grundgesetz ist ja weise. Das ist eine sehr weise und einfach formulierte Verfassung. Und wenn du dann als Richter dich danach hältst und sagst, Kinder zu beiden Eltern, fertig, ja, dann haben die Eltern nämlich die Möglichkeit abzubiegen. Erst dann. Erst dann, ja, weil wenn du
die Grundrechte nicht wahrst und beiden Eltern die gleichen Rechte gibst, wie sie ihnen ja zustehen, ja, die müssen ja nur geschützt werden, die gibt einem ja niemand, die hat man ja einfach. Und ein Familiengericht muss diese Rechte schützen bei den Eltern, damit die Kinder beide Eltern haben. Dann erst können die Eltern abbiegen und sagen, okay, gut, Sache geklärt, ja, Kinder bei beiden Eltern und jetzt machen wir was draus. Und genau das habe ich erlebt bei Leuten aus Spanien, die ich mal kennengelernt habe. Barcelona, da ist ja, soweit ich weiß, das Wechselmodell Standard. Das ist in Spanien unterschiedlich, je nach Region, soweit ich weiß. Und die hatten eben das Wechselmodell und die hatten, also ich habe mit ihm gesprochen, er hatte das gleiche Problem wie ich mit meiner Ex-Frau. Also das sind immer noch Fragen, die dann behandelt werden müssen. Und der hat sich auch gefragt, wie können wir abbiegen? Wie kommen wir dahin, dass wir wieder miteinander gut reden können, uns unterhalten können über das, was war zwischen uns, über unsere Kinder und so weiter. Ja, und um es weiterzuführen, das ist eben nicht möglich, wenn man eingreift. Also wenn man auch, was dann als Eltern eben auch passiert ist, zum Beispiel einen Schuldigen ausmacht. Ja? Wenn man dann vielleicht auch einen mehr tröstet als den anderen. Ja, ich habe dann eben auch, da bin dazu übergegangen, das gar nicht mehr zu machen, was ich vorher fälschlicherweise, muss ich sagen, gemacht habe. Ja? Einen, der irgendwie mehr schuld war. Weil meistens war es sowieso der Größere, weil der ja mehr Kraft hatte, weil der intellektuell mächtiger war. Der hat den Kleinen halt immer rumgekriegt irgendwie. Und aber indem ich das gemacht habe, habe ich ja den Streit erst viel verschlimmert. Und genau das zu machen, also eben beide gleich zu behandeln, sie sind halt in Streit geraten, okay. So, aber wenn man anfängt, das zu gewichten, dann verschärft man den Streit und dann können sie, und ich will es nochmal betonen, keine Lösung finden. Richtig, und du konditionierst deine Kinder dann so, dass sie sich Strategien und Taktiken überlegen, wie sie dich auf ihre Seite ziehen können. Mhm. Ja. Die sehen dann, okay, der Papa, der tröstet immer den, der dann, was ich, beim zweiten Schlag weint. Mhm. Oder wenn der Papa den Eindruck hat, dass jemand dies und jenes macht, dann ist der andere derjenige, der getröstet wird. Oder immer den Kleineren und dann beginnt mich der Größe mit einer Regression. Genau. Ganz deutlich sichtbar. Ja. Weil immer, genau, wenn du den Kleineren tröstest, weil der ja nicht so stark ist, nicht so schlau und also nicht so verbal, nicht so gewandt, dann tröstet man ihn und dann fängt der Große an, in eine Regression zu rutschen. Genau. Weil man merkt, okay, der Kleinere, der wird getröstet, ich nicht. Also verhalte ich mich quasi noch kleiner. Wie jemand, der ein Jahr jünger ist als der Kleine. Ja. Dann werde ich getröstet. Und zurück zum Familiengericht. Also ich finde den Bogen, den wir jetzt gerade machen, wirklich elementar. Zurück zum Familiengericht. Was macht man dann? Ja. Wenn man will, dass man getröstet wird oder dass man als das Opfer gesehen wird, ja, damit dann der Täter bestraft wird. Man verhält sich halt wie ein Opfer. Genau. Also, man wird zu einem unschuldigen, kleinen, hilfsbedürftigen Kind. Ja. Du sagst, du hältst es gerade zurück, ich sehe es. Aber du weißt, wovon wir reden, ja. Okay. Oh ja. Und das ist halt was, wenn wir eine Gesellschaft haben, in der endlich nach der Trennung den Kindern beide Eltern erhalten bleiben, dann machen diese Spielchen keinen Sinn mehr. Ja, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Dann macht es keinen Sinn mehr, einen Bösen und einen Guten auszusuchen, sondern jeder Mensch ist mal böse und gut. Diese Ambivalenz gehört ja genau dazu, dass man eine reife Person wird. Also was uns Freud ja vermittelt hat, und das hat ja nur die Psychotherapie oder die Psychoanalyse geschafft, im Grunde sagt ja Freud, wir haben in unserem Kopf viele Geister. Wir sind nicht einer, sondern viele. Ja, da gibt es ja vom Richard David Precht dieses Buch, Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Und das ist genau diese Idee. Und es braucht eine lange, lange Zeit. Und manche Menschen schaffen das nie, dass sie diese vielen verschiedenen Geister in uns, diese vielen verschiedenen Persönlichkeiten, mentalen Zustände. Ich sehe schon, wie jetzt jemand kommentiert wird, ja, jetzt ist er schizophren, jetzt wissen wir es, ja. Multiple Persönlichkeiten und so. Ja, aber auch gesunde Menschen, will ich betonen, ja, haben verschiedene Persönlichkeiten, Geister, mentale Zustände und so weiter in sich. Also, wenn wir schlecht drauf sind, sind wir eine andere Person. Es gibt ja diese Snickers-Werbung oder was ist das, ja, wo jemand, die Joan Collins, ja, die spielt in der Werbung so ein Biest, ja, und ist ganz schlimm zu denen, und dann sagt einer, du, hier, erstmal was, gib ihm Snickers, und dann flupp, verändert er sich und wird ein Typ, der dann plötzlich ganz entspannt ist. Ja. Also wir sind andere Personen in verschiedenen emotionalen Zuständen. Und das zusammenzukriegen ist eine Leistung und ein Gradmesser für persönliche Reife, dass wir die Ambivalenzen verbinden können. Und da müssen die Familiengerichte hin, dass die sagen, es geht nicht darum, ob die Mutter gut ist oder der Vater gut ist. Und es geht nicht darum, was ich als Richter oder als Jugendamtssachbearbeiter oder als Verfahrensbeistand denke, wie die Kinder leben sollen, sondern ich muss die in der Ambivalenz lassen. Ich muss die Kinder da drin lassen. Immer natürlich eingedenk der Tatsache. Eingedenk ist so ein Juristendeutsch. Ich habe zu viele juristische Texte geschrieben. Also eingedenk der Tatsache, dass halt die Kinder das brauchen, diese Ambivalenz, um halt reife Menschen zu werden, um diese vielen Persönlichkeiten zu einem Ganzen zusammenfügen zu können. Und jetzt noch zu dem Vorigen, ja, was ist dann dieses Ganze? Was ist dieses Selbst? Und diese ganzen verschiedenen Persönlichkeiten, die kommen ja aus unserer Umwelt. Papa, Mama, das sind die Imagos, heißt es ja, die verinnerlichten Bilder von Menschen außerhalb von uns. Wir verinnerlichen als erstes das Bild der Mutter, des Vaters, Oma, Opa, Geschwister und so weiter. Dann erweitert sich unsere Welt mit Kindergarten, Schule, Berufsleben und so weiter. Wir reisen, wir lernen andere Kulturen. Wir kriegen immer mehr Imagos in unsere Persönlichkeit. Das heißt, diese Geister sozusagen, die vermehren sich. Und je stabiler wir sind als Person, umso mehr neue Perspektiven können wir aufnehmen. Und genau das passiert ja gerade mit den Menschen, die bei der Operation Wechselmodell mithelfen. Die kommen alle. Und dann stellt sich ja die Frage, wer ist denn dieses Selbst? Wer bin ich denn? Bin ich dieser Sandro, dieses Selbst? Oder bin ich diese vielen anderen, dieses Selbst? Genau den Gedanken hatte ich vorhin. Als du es vorhin sagtest, am Anfang hatte ich genau den Gedanken, ich wollte es fast sagen, aber da waren wir noch nicht so weit, dass ich mich manchmal wie ein Teil von dir fühle eigentlich, in dem, was ich mache. Es ist so kein, es gibt keine Grenze. Es ist einfach so, ja, wie ein ganzer Organismus irgendwie. Ich finde Organismus immer schwierig als Vergleich, weil also es ist ja immer wichtig, Autonomie, Bindung, Symbiose und Abgrenzung. Ja? Das sind ja immer wichtige Pole, die man bedenken muss. Also dieses taoistische Yin-Yang ist ein sehr intelligentes Bild, weil in dem Weißen ist ja auch ein schwarzer Punkt drin. Und im Schwarzen ist auch ein weißer Punkt. Das heißt, aus dem Chaos kann immer Ordnung entstehen. Und aus der Ordnung kann immer Chaos werden. Im Männlichen ist das Weibliche drin. Und im Weiblichen ist das Männliche drin. Und alles kann aus dem anderen entstehen. Und es ist ein komplettes Ganzes, ja, ein Kreis. Und zwischen dem Schwarzen und dem Weißen liegt eine dünne Linie. Das ist unser Pfad, auf dem wir uns bewegen, wenn wir reife Menschen sind, wenn wir diese ganzen Imagos, die wir verinnerlicht haben, auch uns dieser Imagos bewusst sind und uns bewusst werden, dass wir auf einer bestimmten Ebene eine Rolle haben, ja, als Vater, als Mitarbeiter, als Antragsteller oder Antragsgegner im Familiengericht, als begutachtete Person bei einem Sachverständigengutachten, wie auch immer. Wir haben diese Rolle. Aber dahinter sind wir Teil
von einer Einheit, von dem Ganzen. Mhm. Und eine Einheit, die in sich natürlich diese verschiedenen Rollen hat, aber diese ganzen Rollen spielen irgendwie zusammen. Und wenn du dann an die Zukunftsgesellschaft denkst, die, was hatten wir denn früher? Früher hatten wir sozusagen Kapitalisten und Arbeiter. Ich bin ein Arbeiterkind, ich bin ein industriellen Sohn. Das waren so lebenslange, klare Rollenmuster. Heute kannst du in einem Leben zu ganz vielen Gruppen gehören. Das heißt auch, das, was wir in der Vergangenheit hatten, diese, zu welcher Nation gehöre ich denn? Ich bin Deutscher, ich bin Portugiese, ich bin Brasilianer. Je mehr Menschen reisen, umso mehr sagen die, ja gut, ich bin Deutscher, aber irgendwie in Brasilien habe ich mich richtig wohlgefühlt. Vielleicht bin ich eigentlich Brasilianer, ja? Oder, gut, die Transgender-Sache, ja? Ich werde als Mann geboren, aber fühle ich mich eigentlich als Frau? Also, das sind ja alles, es lösen sich immer mehr diese starren Rollenmuster auf. Und ich glaube, was gerade das Problem ist, ist, dass die meisten schwimmen gerade und denken sich, okay, wenn die Rollenmuster alle sich auflösen, wer bin ich dann eigentlich? Und die Lösung ist, ja, ich bin potenziell ganz viele von diesen Rollen. Und ich kann mich für etwas einbringen und dieser Einheit, diesem Gesamten mit meiner Rolle dienen, ja, wenn ich sehe, wie ich mich da positiv einbringen kann. Und dazu gehört eben die Ausgewogenheit, das heißt die gleichberechtigte Elternschaft. Dazu gehört die differenzierte Wahrnehmung, das heißt beide Eltern, gleichberechtigte Elternschaft. Dazu gehört, dass ich auch mal zurücktreten kann, was ich machen kann, wenn ich mir sicher sein kann, ich habe beide Eltern als Kind. Ja, dann kann ich auch mal sagen, meine Eltern sollen sich jetzt mal streiten. Ich verliere sie ja nicht. Ja, ich sehe morgen wieder meinen Vater und eine Woche später wieder meine Mutter in einem wöchentlichen Wechsel. Also es fängt in der Familie an, was wir in der Gesellschaft brauchen und andersherum. Und ich glaube, da sind wir gerade an einem Umbruch, den wir halt in Bezug auf die gleichberechtigte Elternschaft gestalten und der wesentlich ist. Das ist ein wesentlicher Teil dieses Umbruchs. Aber wir sehen es in der politischen Landschaft mit der AfD zum Beispiel. Wir sehen es in den USA mit dem, was Trump macht. Wir sehen es daran, dass Leute wie Jordan Peterson, ein klinischer Psychologe, Millionen von Klicks, Views auf YouTube hat, weil die Menschen wollen mal hinter diese Fassade schauen, hinter diese Kulissen, hinter diese Klischees, die uns von Medien vorgegeben werden. Wir hinterfragen diese Demokratie und wollen wissen, was steckt denn wirklich dahinter? Wer sind denn wirklich die Menschen, die da entscheiden? Ist denn das eine Demokratie? Ist es nicht mittlerweile zu einfach? Sind wir nicht differenzierter? Sind wir denn nicht nur dieses eine Imago, nämlich Arbeiter, SPD, Christ, CDU, ja, und Sozialist, Linke und so weiter, sondern sind wir nicht irgendwie alle ein bisschen FDP, CDU, AfD, Linke, wie auch immer, ja? Habe ich was davon in mir oder will ich ganz stark zu dieser einen Gruppe gehören? Das löst sich eben auf. Beziehungsweise es löst sich auf und ich glaube, dadurch werden auch die Widerstände größer. Ne? Also von den Menschen, die vielleicht davor Angst haben, ne? Dass es sich auflösen könnte oder dass es in Bewegung kommt oder dass es vielleicht in Frage stellt, was ich bisher gemacht habe oder dass es für mich eine Weiterentwicklung nach sich ziehen muss. Dass es für mich eine unsichere Zukunft heißt, für das, was ich mir so vorgestellt habe. Das macht Angst. Ja, und Menschen, die ein Trauma erleben, so wie wir zum Beispiel, ja, dass wir gesellschaftlich diskriminiert werden, einfach weil wir Väter sind und vom Familiengericht aus gesellschaftlichen Konventionen wird die Kinder nicht genauso bekommen wie die Mutter, obwohl es die Kinder wollen und wir es auch wollen. Wenn du diskriminiert wirst, es ist ein Trauma für dich. Und wenn du schaffst, durch dieses Trauma zu gehen, wie Pinocchio, ja, du steckst in diesem Wal am Grunde des Meeres fest und weißt nicht, wie du da rauskommst.
Pinocchio zum Beispiel ist eine Geschichte darüber, wie ich ein Trauma überwinde. Und wenn du durch dieses Trauma durchgehst, dann bist du jemand, der weiß, wie kann ich Schmerz in etwas Positives verwandeln? Wie kann ich im Schmerz die Bedeutung für mein Leben erkennen? Wie kann ich aus diesem Schmerz heraus kreativ sein? Und dazu gehört zum Beispiel, um da rauszukommen, dass du wütend bist, dass du merkst, was falsch läuft. Und deine Wut aktiviert dich und du fängst an zu überlegen, was will ich eigentlich? Und am Anfang wirst du in der Art kreativ sein, dass du dir ungefähr 10 Varianten überlegst, wie du die Person umbringen kannst, die dir diesen Schmerz zufügt. Ja? Mein Rat, tu es nicht. Ja, keine dieser Varianten. Aber was im Gehirn abläuft, ist, du wirst kreativ. Hm. Ja? Je wütender du bist und je mehr Mordoptionen du siehst, umso kreativer wird dein Gehirn. Umso mehr Handlungsoptionen hast du sozusagen. Und dann fängst du an, mit deiner Wut besser umgehen zu können. Überlegst du, okay, Mord ist echt an sich keine Option, aber schön, dass ich mal darüber nachgedacht habe, was kann ich dann machen? Mhm. Und dann kommst du zu anderen Möglichkeiten. Das heißt, deine Wut aktiviert dich. Und Kinder, die von einem Elternteil gefangen genommen werden sozusagen und nicht zum anderen dürfen, die können ihre Wut nicht ausdrücken. Die können ihre Energie nicht kreativ nutzen. Und wenn wir als Väter, die das erleben, durch die Wut hindurch etwas Positives erschaffen können und dann die gleichberechtigte Elternschaft dabei herauskommt, dann sind wir auch befähigt, diese Energie, wie kann ich denn den Wandel für mich selbst gestalten, auch an andere weiterzugeben. Mhm. Ja. Ja, das ist interessant und du hast es vorhin schon angedeutet, ja. Wenn du als Kind wütend bist, dass du deinen Vater nicht sehen kannst, und wenn du wütend bist, weil deine Mutter in diesem Falle dir eben alles Mögliche erzählt, warum es nicht so ist, wenn sie vielleicht dich sogar anlächelt und sagt, na komm doch erst mal rein. Oder wenn sie dich anlächelt und sagt, das klären wir, aber macht's nicht. Wenn du dann wütend bist, merkst du, es ändert sich nichts, du musst es lassen. Und dann verlernst du ja, konstruktiv wütend zu sein, sozusagen. Oder lernst es eben nicht. Also lernst nicht, konstruktiv wütend zu sein. Ja, und da haben wir halt, das siehst du ja auch an den Kommentaren in Facebook, aber auch im Politischen, wir erleben gerade eine Gesellschaft, in der Frauen zunehmend die Macht haben. Und wir erleben, was es heißt, wenn immer mehr Frauen in Schlüsselpositionen der Gesellschaft kommen. Und da sehen wir eben, dass die von ihrer Geschichte her wie kann ich sagen, ohne dass ich hier... Du kannst gar nicht, du hast schon vorbei. Also es gibt ja Persönlichkeitseigenschaften, das ist psychologisch, wissenschaftlich, gar keine Frage mehr. Jetzt wird es Leute geben, die das in Zweifel ziehen, aber das ist eigentlich geklärt. Es gibt ja diese Big Five, diese verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften. Wie offen bist du? Wie ordentlich bist du? Und so weiter. Und man hat eben festgestellt, dass Frauen im Durchschnitt, ja, und tendenziell eher dazu neigen, sozusagen Harmonie herbeizuführen. Und Männer eher dazu neigen, auch mal in die Konfrontation zu gehen. Und das sind halt im Durchschnitt, ja, da gibt es dann auch immer, es gibt immer Frauen, die sind dann eher wie Männer oder eher männlich, ja. Nicht, es geht ja nicht um das Geschlechtliche, sondern um das, die Persönlichkeitseigenschaften, sondern im Durchschnitt. Und das heißt, Frauen, die in Machtpositionen kommen, bringen quasi ihre generationale Prägung mit, dass sie ja traditionell dafür zuständig waren, zu gucken, dass es allen gut geht. Und dann sind die eher bemüht,
den Opfern zu helfen oder denen, die gerade was brauchen, ja, und die zu, sozusagen zu trösten, indem die aus einem Fördertopf eine Zuwendung bekommen. Und das sind Männer in Machtpositionen vielleicht anders, ja, die dann eben nicht eher sich den Opfern zu neigen, sondern vielleicht eher den Tätern, ja, die, also Täter in Anführungsstrichen, Opfer auch in Anführungsstrichen, also den Menschen, die eher so nach vorne rausgehen und auch mal, gut, da bin ich nicht deiner Meinung und damit kann ich gar nichts anfangen, für die es aber okay ist, ja, dass man da einen Konflikt hat, der nicht gelöst werden kann, aber die gehen dann halt ihren Weg. Und Frauen schauen dann eher, dass sie so alle zusammenhalten, ja, für, also so diese traditionelle Rolle. Und wir sehen gerade, wie hier das sich auch, ja, als Chance auch auflöst, dass Frauen haben halt natürlich lernen müssen, wie agiere ich in dieser Männerwelt, in Anführungsstrichen, ja, wo es hart und tough zugeht und nicht in der Frauenwelt, wo man sich ja immer zuhört, auch wenn 10-mal dasselbe erzählt wird, weil es geht ja darum, dass der andere sich verstanden fühlt und nicht, ob ich überhaupt noch Bock habe, zuzuhören. Ein Mann würde sagen, also jetzt hast du es mir 3-mal erzählt, ich habe es verstanden, es reicht, ja. Und ich habe dir gesagt, was ich denke, was du machen könntest und mach's einfach. Und sagt die Frau, ich möchte aber einfach, dass du mir zuhörst. Verstehst du denn, was ich habe ja auf der Gefühlsebene? Und da geht es ja auch darum, dass diese typische Rollenverteilung aufgelöst wird und das Schema nicht Mann-Frau ist, sondern männliche Eigenschaften und weibliche Eigenschaften, dass wir auch da wieder eine Differenzierung hinbekommen, dass wir auch in Zukunft ja, vielleicht auch mehr Männer im Kindergarten haben, ja. Wobei das wieder fraglich ist, weil in Gesellschaften wie in Skandinavien, wo die ja sehr egalitär gleichberechtigt sind, ist es ja echt so, dass sich gezeigt hat, dass Männer wirklich typische Männerberufe ergreifen und Frauen typische Frauenberufe. Also auch da kommen diese Prägungen, die letztendlich auch biologische Ursachen haben, wieder zum Vorschein. Mhm. Ja, das ist immer wieder ein interessantes und natürlich kontroverses Thema. Auch hier gilt halt, wenn man merkt, wie man drauf reagiert, dann hat es was mit einem zu tun. Ja. Wenn es mit einem in Resonanz tritt, dann ist es sein Thema. Dann kann man sich drum kümmern, wenn man möchte. Also ich möchte nochmal klarstellen, Auflösung heißt für mich nicht, dass ich aufhöre, Mann zu sein. Es heißt auch nicht, dass ich aufhöre, jetzt zum Beispiel Vertriebler zu sein oder Polizist. Auch wenn sich in meinem Leben dann meine Karriere 10-mal ändert und ich verschiedene Berufe habe, habe ich ja immer noch dieses Polizistsein irgendwie in mir, obwohl das schon 10 Jahre her ist, dass ich mal Polizist war oder Lehrer oder Vertriebler oder wie auch immer. Auflösen heißt einfach, das heißt auflösen ist das falsche Wort, sondern Differenzierung ist das bessere Wort, dass wir eben mehr Anteile sein können. Und darum geht es ja auch immer in einer Beziehung und in einem Konflikt in einer Beziehung und auch ein Konflikt, der dann zur Scheidung führt, dass am Anfang von einer Beziehung ist es ja toll, diese Person zu treffen, die mich ergänzt. Aber irgendwann will ich ja diese Anteile, die diese Person, Persönlichkeitsanteile meiner Partnerin oder meines Partners, auch bei mir entwickeln. Deshalb habe ich ja mich mit dieser Person verbunden, um zu lernen oder mir anzuschauen, okay, welche Anteile hätte ich denn gern in mir? Also dieses Yin-Yang wieder, ja, das ergänzt sich zu einem Ganzen, aber im Weißen ist der schwarze Punkt und im Schwarzen der weiße Punkt. Ich will diese Anteile auch in mir entwickeln. Und da, um das noch fortzuführen, was du sagst, was ich jetzt noch durchhöre, ist es wichtig, dass sich eben beide Partner auch entwickeln. Denn diese Eigenschaften, von denen man sich angezogen gefühlt hat, es wird halt nicht ewig bestehen bleiben, es sei denn, es findet wirklich keine Entwicklung statt. Und deswegen sind beide aufgefordert, sich zu entwickeln und weiter zu bewegen. Und deswegen wird die Beziehung sich eben immer auch wandeln. Das ist eben was ich jetzt auch feststellen kann, wovor ich früher auch große Angst gehabt habe. Ich persönlich selber hatte sehr große Angst, dass sich
eine Paarbeziehung wandelt. Das hat in mir Todesangst ausgelöst. Ja, weil wenn die sich wandelt, heißt es, dass dein Gegenüber Persönlichkeitsanteile von dir übernimmt. Wenn dein Gegenüber das macht, wer bist dann du? Mhm. Nimmt er diese Anteile von dir und baut sie bei sich ein und dann fehlen die bei dir? Oder stirbt dann ein Teil von dir und du musst einen neuen Teil entwickeln? Oder kannst du diese Anteile behalten und dürfte dann beide diese Anteile haben? Das sind dann so die Fragen. Und wenn du dich halt im Spaltungsmuster, in diesem Denken bewegst, dann ist es natürlich gefährlich, wenn dir einer was wegnimmt, indem er plötzlich dasselbe kann wie du, ne, indem er von dir gelernt hat. Aber wenn du im Einheitsmuster bist, ja, in der Gleichberechtigung, wie es ja auch das Grundgesetz vorschreibt, dann dürfen beide diese Anteile haben und es ist eine Chance, die wieder ein Potenzial für was Neues entwickelt. Das heißt, die Differenz differenziert sich noch weiter, weil du merkst dann, ah, meine Partnerin hat es jetzt auch gelernt, was vorher nur ich konnte, aber sie macht es auf eine eigene Art. Und dann merkst du, das ist ja interessant, wie sie es macht. Und dann war das, was vorher eine Differenz war, wo sie dann von dir gelernt hat, diese Differenz differenziert sich dann und wird noch feiner, noch sensibler, noch bewusster. Und genau deshalb wollen wir ja die gleichberechtigte Elternschaft, damit diese Dynamik auch für Kinder sich entwickelt. Mhm. Bis dahin. Wir wollten heute eigentlich unter einer Stunde, aber also siehst du. Du weißt ja, was ich jetzt sage. Das ist deine Schuld. Ja? Ach so. Okay. In unserer Beziehung. Also wir zwei haben immer noch eine gespaltene Beziehung. Ja, spannend. Das ist ein Prozess, der ergreift uns alle. Und früher oder später, härter oder sanfter, ich denke, wir kommen nicht umhin. Oder wie du sagst, kann auch sein, dass die Zeit noch nicht reif ist, aber ich denke, es ist ein Prozess, der uns alle ergreift. Ja, und je mehr wir da heute tun, umso weniger müssen unsere Kinder dann so tiefe Gräben und so dunkle Täler und so traurige Episoden in ihrem Leben durchschreiten. Mhm. Eins fällt mir noch ein zu dem Loslassen, weil das zählt ja irgendwie, das ist ja wirklich ein großer Bereich, hat sich für mich heute auch so nochmal herausgearbeitet. Und ich denke, wir arbeiten ja alle aufs gleiche Ziel hin. Also das Leben ist die Vorbereitung für den Tod. So. Es gibt, also es ist für uns alle, es kommt das, wir können das nicht vermeiden und wir können weder wissen, wann es ist. Und schon an der Stelle beginnt das Loslassen. Wir wissen nicht, wann es ist. Und ich glaube, das Ganze hat mit Loslassen zu tun. Ich glaube, das größte Loslassen steht am Ende und ich glaube, jede Übung in Loslassen findet halt vorher statt und je mehr Übungen Loslassen wir durchgeführt haben, erfolgreich, umso leichter wird uns dann der Übergang auch fallen. Und ich glaube, im Gegenschluss, umso schwerer wird uns der Übergang fallen, je weniger wir bereit sind, das zu üben im Leben, das Loslassen. Ja, und man darf nicht den Fehler machen, zu denken, dass Loslassen heißt, sich nicht für etwas einzusetzen. Ich glaube, den Fehler machen viele Menschen, die sich für spirituell fortgeschritten halten, die dann sagen, gewinnen durch Loslassen oder gewinnen durch Nichtkämpfen. Ja? Und es ist ja so, in der Idee der gleichberechtigten Elternschaft, die ja dieselbe Idee ist wie der Artikel 3 im Grundgesetz, ja, dass alle Menschen gleich vor dem Gesetz sind, Mann und Frau sind gleichberechtigt. In dieser Idee, in diesem Wertekanon, in diesem Fixstern unserer Gesellschaft
steckt ja das Loslassen drin. Mhm. Und wenn wir uns für die gleichberechtigte Elternschaft einsetzen, setzen wir uns für das Loslassen ein. Mhm. Und das ist das, was für mich dann das Wichtige ist. Loslassen von, ich sag mal, Ego-Werten, ja, zum Beispiel, ich will die Kinder, die sollen zu 70% bei mir sein, ja, weil ich will auch den Unterhalt. Dieses Loslassen, ja, da konkret loslassen, aber nicht auf der Ebene darüber, nämlich wenn es darum geht, sich für das Loslassen einzusetzen. Darum müssen wir kämpfen, um die Grundrechte müssen wir kämpfen, weil wenn wir die aufgeben, dann geben wir die Möglichkeit auf, eine Gesellschaft zu haben, in der wir loslassen können, in der wir unsere Fehler einsehen können, loslassen können und mit unserem Willen sagen, ich will jetzt ein besserer Mensch werden und ich will mich dafür einsetzen. Und genau das ermöglicht uns das Grundgesetz und die Familiengerichte, was die machen, ist zu sagen, Kinder sollen sich so entwickeln, so wie das die Mutter macht oder Kinder gehören zur Mutter. Das ist die konkrete Ebene. Es ist aber nicht die Ebene des Grundgesetzes, das sagt, lieber Richter, du musst loslassen. Es ist nicht an dir, hier die Geschicke der Familie zu bestimmen. Solange kein Missbrauch, keine tatsächliche Gefährdung des Kindes da ist, ja, im strafrechtlichen Sinn, psychologisch nachweisbar, misch dich nicht ein. Lass los, lieber Richter. Steht im Grundgesetz drin. Das Grundgesetz ist von sehr weisen Menschen geschrieben worden. Ja. Schaffen wir noch 2 Stunden? Naja, ich halte mich zurück. Ich wollte eigentlich noch weiter. Mir fällt es schwer, mich zurückzuhalten. Also mir fällt dann immer noch ein, wenn du das so sagst, weil manche werfen dir ja vor, dass das Grundgesetz, die Grundrechte, die sind ja nicht nur für dich, sondern die sind ja auch für deine Ex-Frau. Und wenn die das nicht will, dann muss die ja auch ihre Grundrechte bekommen. Und das ist so eine Argumentationskette. Also für mich wirkt das so wie so irgendwie. Aber ich kann es nicht genau formulieren. Was sagst du dazu? Also wenn 2 Grundrechteinhaber, ja, also für mich gilt der Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes, die Erziehung und die Pflicht, ja, sich um die Kinder zu sorgen. Und für meine Ex-Frau gilt der ja genauso. Komisch, jetzt sagst du es, der gilt ja gleich. Achso. Gilt, genau, also ist ja die Gleichheit vorm Gesetz, sonst würde ja der Artikel 3 auch nicht funktionieren. Ne? Also beide sind Eltern, beide sind Grundrechteinhaber. Für beide gilt das gleiche Gesetz. Und jetzt geht es um die Kinder. Das heißt, der Gesetz, der Richter muss die praktische Konkordanz, also er muss die Parität, die Gleichheit herstellen. Das heißt, die Kinder 50% bei beiden Eltern. Das ist eigentlich seine ureigenste Pflicht. Ja, deshalb steht ja drin, er soll über die Familie wachen. Er soll sich nicht einmischen, wie sie zu leben hat, sondern er soll darüber wachen, dass sie entscheidet, wie sie zu leben hat. Und wenn die Eltern sich trennen, dann hat er nichts zu sagen, eher zur Mutter, wenn nie irgendwas Schlimmes vorgefallen ist, sondern er muss dann sagen, okay, die Eltern haben beide dasselbe Recht, beide dasselbe Grundrecht, die Kinder gehen zu beiden Eltern. Mhm. Paritätisch.
Und zu den Kindern, ne, das gilt ja auch, das könnte ja auch für die Kinder gelten, die wollen es ja gar nicht, die haben es ja zu Protokoll gegeben. So. Ja, das ist dann, sind halt dann die Tricks, die das BGH-Wechselmodellurteil eingebaut hat, zum Beispiel die Hochstrittigkeit oder auch, dass das Wechselmodell nicht als Friedenslösung angeordnet werden darf. Das sind alles Tricks, ja. Also stell dir vor, die Frauen hätten ihr Wahlrecht erstritten und der BGH hätte gesagt, ja, aber wenn eine Hochstrittigkeit da ist, dann können wir der Frau das Wahlrecht nicht geben. Dann hätte ja der Mann immer nur sagen müssen vor Gericht, also ich verstehe mich mit meiner Ex-Frau überhaupt nicht mehr und nicht mal per E-Mail können wir kommunizieren und wenn ich sie sehe, reden wir nicht mehr. Dann sagt der Richter, na gut, tut mir leid, liebe Ex-Frau, aber Sie können das Wahlrecht nicht ausüben. Und das Gleiche haben wir im Familiengericht dank BGH-Wechselmodellurteil. Tja, wenn Ihre Ex-Frau mit Ihnen nicht redet, dann ist da Hochstrittigkeit, dann können wir Ihnen die Kinder nicht zu 50% geben. Das heißt, ein Grundrecht wird einem verwehrt wegen einem Trick. Der Klaus Fiegel hat es ja auf Freifam, hat er das ja Richter-Voodoo genannt. Und das ist es. Das ist, also da wird es jetzt wirklich absurd, weil wir haben ja vorhin geredet über den Rechtsfrieden, ja. Und da ist es jetzt so, dass die BGH-Richter haben jetzt im Sinne des Rechtsfriedens da Richter-Voodoo betrieben, damit die Situation so bleibt, wie sie ist, nämlich dass Mütter das blockieren können, dass die Kinder automatisch 50-50 beim Vater sind und bei ihr, indem sie Hochstrittigkeit als Kriterium für das Wechselmodell eingeführt haben. Womit sie, wie sie denken, den Status quo der Gesellschaft aufrechterhalten, wobei die Frage ist, wenn nach Allensbach-Studie 70% der Bevölkerung sagt, Wechselmodell finden wir gut, ist es dann so? Vielleicht ist es der wahrgenommene Status quo oder gewünschte Status quo der Richter. Ja? Aber was ist denn da bitte? Oder wie viel eigene Erfahrungen und persönliche Erfahrungen spielen da vielleicht mit rein? Das ist ja gruselig, ja. Ja, die Prägung. Mhm. Und das heißt, der BGH hat den Rechtsfrieden hergestellt, indem er ein Hintertürchen oder mehrere Hintertürchen gebaut hat, die es Familienrichtern erlauben, die Grundrechte aus den Angeln zu heben. Und deshalb sage ich ja, das BGH-Urteil ist ein Schandurteil. Es ist genau auf dem Level wie 1957, als das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ja, Homosexualität ist strafbar. Das war eine Schande, dieses Urteil. Das Grundgesetz hat schon 1957 Homosexualität geschützt. Aber das Bundesverfassungsgericht hat den Rechtsfrieden gewahrt, nach den geltenden Konventionen entschieden. Und das hat der BGH im Januar 2017 genauso gemacht und verstößt damit gegen das Grundgesetz. Ja, schon alleine deswegen muss deine Verfassungsbeschwerde angenommen werden. Ne? Ja, oder sie wird genau deshalb nicht angenommen. Naja, klar. Ja, schau mal, sind wir gespannt. In welcher Zeit rechnest du mit irgendeiner Antwort? Gibt es da Erfahrungswerte? Nee, also es gibt ja Eilanträge ans Bundesverfassungsgericht, die innerhalb von, ich glaube, 10 Tagen entschieden wurden, auch in Familiensachen. Es gibt aber, und es ist die Mehrheit, Eilanträge oder normale Anträge, wo gar nichts passiert ist. Und auch Eilanträge, also das Bundesverfassungsgericht kann ja machen, was es will, die können das ein Jahr lang liegen lassen und dann zur Entscheidung annehmen oder nicht. Also da kannst du überhaupt keine Vorhersagen machen. Mhm. Das ist ja auch ein gruseliger Zustand eigentlich. Ja, also eine Quote von 2% Annahme zur Entscheidung mit Anwalt und 0,2% ohne Anwalt. Gut, du weißt nicht, welche Qualität diese Anträge alle haben. Ja, also aber 99,8% bei 80 Millionen Bürgern.
Du weißt nie was, vielleicht hat da jemand was auf dem Bierdeckel geschrieben oder auf zwei Seiten. Du weißt nicht, um was es ging. Du erfährst es ja nicht. Ist ja nicht öffentlich, diese Anträge, außer halt meine Verfassungsbeschwerde. Hm. Okay. Sandro, dann vielen Dank für deine Einblicke und für deine kreativen Gedanken. Danke auch für deine. Wir sehen uns wieder hier und auch woanders. Alles Gute erstmal und ja. Dank dir auch, Markus. Ja. Ciao. Tschüss.